Sie können es einfach nicht lassen. Immer wieder klingelt das Telefon. Firmen wie Kinderhilfswerk und Hundehilfswerk und Co. melden sich und hinterfragen Daten bzw. Bankdaten. Rückt man diese raus, ist das Konto ganz schnell leergeräumt. Diese Telefonnummern sind Fake-Nummern, Rückruf ist unmöglich. Und wer mich verarscht, den verarsche ich auch. So, nochmal, was war das? Also ich melde mich vom Kinderhilfswerk. Ich wollte mich nochmal ganz lieb bei Ihnen bedanken, wegen Ihrer Unterstützung fürs Kinderhilfswerk. Das war aber eine Weile schon her, ob Sie sich noch daran erinnern können. Da war was, ja, kann ich mich erinnern, ja? Genau, da wollte ich mich ja nochmal recht herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Und da sollte ich Sie nur nochmal mitteilen wegen der Suppenküche. Vielleicht haben Sie ja vor kurzem auch in Medien oder im Radio mal mitbekommen. Leider Gottes hat der Staat ja die Fördermittel gestrichen. Und darüber sind wir natürlich sehr, sehr traurig. Wir hoffen nur das Beste für die Kinder und damit wir die Küche auch behalten, damit es auch nicht dies verfuß, kontaktieren wir alle netten Mitbürgern wie Sie und fragen nochmal ganz lieb nach, ob Sie so lieb sind, unseren Kindern schon noch mal ab September unter dem Arme greifen können. Ja, natürlich, die armen Kinder, das mache ich doch gern. Oh, Sie sind ein Englischen. Super, wir freuen uns Sie immer auch wieder, wenn wir so netten Mitbürgern haben, die Kinder unterstützen, die auch großes Herz haben. Wunderbar. Also Sie würden dann noch mal einen Dankesanruf bekommen, Frau Fuß, 14 Tage noch mal die Unterlagen und erst ab September wird dann gebührenfrei dann bei Ihnen abgebucht. Ah. Ich nur noch mal wissen, mit welchem Betrag würden Sie monatlich dabei sein, was bei Ihnen nicht wehtut, was von Herzen kommt, wo Sie sagen, das würde ich gebacken kriegen für die Kinder? Also ich habe ja eine gute Rente, also so 250 Euro möchte ich schon dann haben, dass Sie dann darüber gehen. Wollen Sie dann Jahresspende, 250? Monatlich würden Sie ja nicht schaffen, oder? Monatlich möchte ich das. 250 Euro, das ist ja eine Menge. Würden ja, Sie das, schaffen, das würde ich machen, natürlich. Ne? Das ist monatlich, super. Ja. Das haben Sie auch zur Verfügung, 250 Euro? Natürlich habe ich die zur Verfügung. Oh, Sie sind ein Engel, schon super. Also fühlen sich wirklich gedrückt durchs Telefon, durch den Kindern. Ich fühle mich sehr gedrückt. Ich fühle mich wirklich sehr gedrückt, danke. Und wissen Sie was? Sehr, sehr, sehr. Mein Engelchen? Es gibt so viel Unterstützung für die Kinder, ne? Also vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr großzügig, Frau Fuß, muss ich mal zugeben. Vielen, vielen Dank. Also Sie würden ja dann nochmal einen Dankesanruf bekommen, 14 Tage vorher die Unterlagen. Ja. Und erst ab September wird dann gebührenfrei dann bei Ihnen abgebucht, Frau Fuß. Ja. Wie heißt mit Vornamen, Frau Fuß? Manuela. Manuela, Manuela. Super, liebe Manuela. Fuß, Sie wohnen immer noch Alt-Friedrich, ist da noch aktuell? Nein, das ist da nicht mehr aktuell. Nicht mehr, wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne jetzt in Mitte. In Mitte und welche Straße? Das ist die, warten Sie mal, wie heißt die hier? Karl-Liebknecht-Straße. Karl-Liebknecht? Genau. Karl? Karl-Liebknecht-Straße. Also Karl und dann Liebknecht. Karl-Liebknecht. Genau, ja. Ne? Karl-Liebknecht-Straße Nummer? 18. 18, sehr schön. Und die Postleitzahl, die lautet? Oh, die ist damit 10555 ist das. 10555, super, Berlin. Und wann sind Sie auf die Welt gerutscht wegen der Spendenkühe im Geburtsdatum? Das ist schon lange her. Ich bin 1933 geboren. Ich bin schon ein altes Mädel. Hört man Sie gar nicht an, muss ich mal zugeben. Toll, toll, toll. Haben Sie danke. Das Alter erreicht. Sehr schön, Frau Boos. Ja. Der Tag und Monat, wann sind Sie geboren? Also am 28. April 1933. Sehr schön, 28. April 1930, wunderbar, sehr schön. So, da muss ich nochmal wissen, ab dem 1. September oder lieber 15. September, was passt bei Ihnen? Immer am 1., was weggeschreit nicht mehr, mein Kind. 1. September für die Kinder 250 Euro, sehr schön, Frau Fuß. So, Frau Fuß, da muss ich nochmal erfahren, mit welcher Bankinstitut Sie zusammenarbeiten, haben Sie die IBAN im Kopf? Warten Sie, muss ich gucken. Na klar. Ich guck mal. Ach. Na klar. So, dann warten wir noch, mein Schatz. Wer verarscht wen? Einen schönen guten Tag noch.